Ja, hallo und wieder mal seid ihr gegrüßt von mir. Vor uns liegt ein Karton. Natürlich ist ja auch was natürlich drin. Und zwar in diesem Karton von der Firma Orico befindet sich eine USB 3.0 Karte. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Sehr, sehr, sehr neutral. Ich erzähle euch schnell was darüber. Wie gesagt, genannt habe ich, es ist Orico. Und die Karte nennt sich selbst PVU 3502i. Sie hat insgesamt 7 USB-Ports. Davon sind 5 hinten am Blech und 2 intern, die man dann natürlich mit einem 20-Pin-Anschluss anschließen kann. Ja, klar, es muss dann eine PCI Express-Karte sein. Also von klein bis groß könnt ihr sie natürlich da auch anschließen. Die Karte selbst läuft mit dem VIA-Chipsatz. Der andere, der sich als damit auskennt und mal sagt, oh mein Gott, VIA. Ja klar, NAC-Chipsätze sind eindeutig besser. Wollte mir aber mal von diesem Chipsatz selber einen Plan machen, beziehungsweise ich wollte es mir selber mal anschauen. Ja, wie gesagt, VIA-Chipsatz und zwar laufen da zwei drauf. Und zwar einmal der VL805 und einmal der VL812. Ja, genug geredet. Packen wir das gute Stück mal aus. Da haben wir unter anderem wahrscheinlich die Orico Garantiekarte. Dann haben wir eine CD bei den Treibern drauf. Schrauben, um wahrscheinlich die Karte zu befestigen. Und eine englisch- und chinesischsprachige Kurzanleitung. Wir holen das Ganze mal raus. Und so sieht das Ganze aus. Hier haben wir unsere 5 USB 3.0 Ports. Hier haben wir sie intern über den schon erwähnten 20-Pin-Stecker. Und hier haben wir die VIA-Chipsätze. Und wie ihr seht, PCI Express muss sein. Zusätzlich könnte das Ganze dann nochmal, um den USB-Plätzen ein bisschen mehr Power zu verleihen, noch einen 4-poligen Molex-Anschluss von einem Netzteil anschließen, damit auch der letzte passiv gesehene, und das heißt dann in dem Fall meistens 2,5 Festplatten oder USB-Sticks. Also sprich alles, was ohne externe Stromquelle anzuschließen, wird dann damit mit Strom versorgt, falls die Power über den Expresspass nicht reicht. Ja, das war die Karte. Jetzt wisst ihr, wie sie aussieht. Wenn es soweit ist und ich sie eingebaut habe, kann ich euch oder beziehungsweise ich werde es versuchen, euch in der Produktbeschreibung unten auch die Daten zu liefern, wie gut diese Chipsätze letztendlich sind. Bis dahin, ja, erstmal nur dieses Video mit der Vorstellung dieser Karte. Also, in dem Sinne, schönen guten Morgen, guten Mittag oder auch einen wundervollen Abend. Bis dann.